Sie trainieren für Olympia. 12 Jungs und 8 Mädels zählen zu den besten Skatern Deutschlands. Darunter der aktuelle deutsche Meister Joost Ahrens. Er kommt aus Warendorf, da liegt die Skaterhalle in Münster eigentlich näher. Von Kassel ist er absolut positiv überrascht. Ich bin eine viel, viel schlechtere Halle gewöhnt im Winter. Die Obstacles, also die Rampen sind halt irgendwie so, in jeder Ecke ist irgendwie was Neues und man kann halt voll viel zusammen variieren und so. Das ist auf jeden Fall super hier an der Halle. Skaten wird 2020 erstmals Teil der Olympischen Spiele sein. Die Halle könnte einer von 5 Regionalstützpunkten werden. Dann würde hier ein Trainer angestellt und es gäbe mehr Nachwuchsförderung. Die Chancen stehen gut, dass sich Kassel durchsetzt. Der Olympiakader jedenfalls fühlt sich wohl. Das ist ein guter Trainingsplatz. Hier ist eigentlich alles da, was das Skaterherz haben möchte. Sollte Kassel Regionalstützpunkt werden, erhofft man sich beim Skaterverein Mr. Wilson einen langfristigen Mietvertrag und mehr Unterstützung, auch von der Stadt. Durch dieses Olympiasiegel wäre das dann vielleicht auch so ein Punkt, wo man sagt, okay, ihr dürft hier bleiben und was Gutes draus machen. So. Kaum Konkurrenzkampf, keine Hierarchien, Hauptsache Spaß. Das ist Skaten. Aber passt das zu Olympia? Bundestrainer Jürgen Horvath bemerkt ein Umdenken in der Szene. Zumindest der Nachwuchs ist dankbar für Training. Das ist neu. Die sagen jetzt schon so, ja zeig mir, wie geht das? So, das wäre für uns undenkbar gewesen. Das war genau der Anreiz, warum wir Skateboard gefahren sind. Eben, weil wir es selber machen konnten und keiner gesagt hat, du musst es so und so und so machen. Und jetzt steht jemand daneben, der sagt, ich helfe dir hier, ich helfe dir dort und beachte mal das und das, weil jetzt bist du ein Sportler oder du kannst einer sein. Als klar war, dass Skateboardfahren olympisch wird, jubelten längst nicht alle Skateboarder. Und noch immer fürchten einige, dass Olympia den Sport kommerzialisiert. Der 20-jährige Joost Ahrens fährt seit seiner frühen Jugend bei Wettbewerben. Er sieht eher die Vorteile von Olympia. Ich finde super, dass wir die Möglichkeit dazu bekommen, Olympia mitzufahren. Und ich denke, das tut dem Sport auch einfach super gut. So. Wir werden mit Sicherheit mehr Skateparks bekommen und ja, und vielleicht wird die ganze Olympiasache auch ein bisschen aufgelockert durch Skateboardfahren. Am 17. Januar fällt die Entscheidung für oder gegen Kassel. Dann wird klar, ob man ein bisschen vom neuen Olympiaglanz abbekommt.